Jo, Freunde, wir haben Sachen. Dinge, Kram, Gedöns, Zeug und Krempel. Ne? Ich habe gehört, das trägt man seit über 10 Jahren nicht mehr so. Deswegen, das wird allerhöchste. Guten Morgen und willkommen zurück. Wir haben schon wieder 2 Tage später. Yay, was eine Höllenwoche, kann ich dir erzählen. Es gab ein paar Termine und Verpflichtungen. Der Dienstplan sah scheiße aus. Und jetzt gerade habe ich auch noch festgestellt, ich habe eine Aufnahme in Sand gesetzt. Ich saß nämlich hier und habe ein bisschen Keyboard aufgenommen. Da in diesem. Vielleicht mache ich. Man kann das Keyboard nur nicht hören in der Aufnahme. Werden wir uns eh noch mal anschauen. Wir sind hier in einem Song namens Neun Rade. Und das war schön, denn wir hatten damals. Es gibt zwei Dinge. Es gibt hier unten so eine Hammond-Orgel. Die hat den Sound, Pi mal Daumen. Um einfach die Gitarrenbretter ein bisschen zu unterstützen, da wo es halt laut sein soll. Ja, und diese Glöckchen hier. Ich habe auch hier schon wieder mit meinen Amp-Simulatoren rumgespielt. Ich glaube aber nicht, dass ich die verwenden werde. Wobei, wenn ich da nämlich die. Das Problem ist, dadurch, dass das alles in Kompressor fährt, sobald ich eine nervige rausziehe, kommt direkt die nächste irgendwie, die wird dann so rangespült. Man kann das bis zur Unendlichkeit spielen. Ich habe da Erfahrung. Ja, egal. Gehe ich jetzt erstmal hier weiter drüber. Hier sind wir zurück in Detmold. Deine verlorene Zeit, du sitzt in Detmold. Du bist gar nicht gemeint. Klingt nach 1996, das ist schön. Einfach nur Und wir haben auch gerade wieder direkt gemerkt, warum wir hier sind. Dieser ganze Song klingt einfach noch zum Erbrechen. Dann gehen wir da mal Schritt für Schritt durch, okay? Also es kann sein, dass ich jetzt eine halbe Stunde lang nichts sage. Aus meiner Perspektive, aus deiner Perspektive sind es wieder 3 Minuten, weil ich lieb zu dir bin. Genau hier fangen wir an. Es gab eine Zeit, da war diese Aufnahme blutjung. Da wollte ich das echt so in der Art belassen. Einfach damit es edgy klingt. Ja. Könnte das sein, dass hier noch die Hälfte der Effekte. Ja, klar, weil ich da Bretter zu aufgenommen habe. Ach, guck mal, dann klingt's vielleicht doch. Das ist mein Mixer. Kazoo MC. Ach du Scheiße, ich muss ja das Kazoo noch abmischen. Ja, das wird auch nochmal schön. Und da warst du nie weg, aber irgendwie hast du. Das ist übrigens auch einer der Songs, wo ich den Gesang nochmal komplett neu machen werde. Wer erinnert sich nicht, das ist um 4 Uhr morgens passiert nach einem sehr, sehr langen Tag. Denk doch mal nach darüber! Das ist der perfekte Song für diese desaströse Stirb langsam Aufnahmesession Nachtschicht. Und ich hatte noch nie vorher gesungen, so. Deswegen war das alles noch so ein bisschen durch den Text gehangelt. Hier. Mit einem Amp-Simulator, der das Ganze so ein bisschen. Edmold, nö! Und darunter habe ich einen mit ohne, der sich da ein bisschen drunter mischt. Nö, da war ich noch nie! Aber da geht's zum Beispiel schon los. Der hat viel zu viele, ja, so ganz hohe, so Krissel, Fissel. Die sorgen dann wieder dafür, dass ich 10 Jahre jünger klinge. War ich noch nie! Ja. Wer hat denn den Berg dahin gebaut? Aber irgendwie hast du das hier an. Ich hab mir mal überlegt, woran das liegen kann. Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, wenn ich diese cleane Spur zu sehr deesse, also Zischlaute runterziehe, was man immer machen muss, weil die sind immer viel zu laut, dann habe ich gar keine mehr, weil der Amp-Simulator verschluckt die auch. Nö, da war ich noch nie. Er hat welche drin, aber die pfeifen auch ganz gut. Die Pfeifen. Noch nie und da oh, warst ja. du oh, nie ja. weg. Oh, aber ja. irgendwie hast du das hier an. Bleib kurz dran, ich hab mir mal überlegt. Irgendwie hast du das hier. Okay, gut, er zieht die da runter und ich pack sie da wieder. Ach, es ist ein Traum. Bleib kurz dran, ich hab mir. Schlagzeug. Gefällt mir überhaupt nicht so. Ist ja noch nicht viel passiert. Deine Mutter! Fürs Erste machen wir das mal so zwiebelmäßig. Ja, geil, ein Bass ohne Bässe, auch nicht schlecht. Ja, dann liegt das wieder in meinem Setup hier. Ach klar, ach doch, der dröhnt gut. So ist vielleicht besser und... Da ist er, genau da. Ich bin überfordert. Ich bin das nicht gewohnt, dass hier so viele Spuren rumfliegen. Bretter.
Kacke, doch nicht da, Junge, doch nicht hier, diese. Und warum machst du das immer so klein? Mach das doch, lass das doch. Mann, warum eigentlich immer? Und der Junge, der sagte, für den Song, den er mag, gab er mir ein paar Mark, der hat gelogen. Aber denk doch mal nach, doch. Ja, ist so, true story. Klingt auch furchtbar. Die andere Gitarre, ne, wenn ich mich richtig erinnere, die andere Gitarre mit einem anderen Sound-Setup auch. So, die Hammond geht überhaupt nicht so. Komm, das machen wir mal eben. Boah, wie der Gesang einfach auf verlorenem Posten gerade ist. Guck mal, da ist ja auch der falsche. Du hast dich einfach nur. Da ist jetzt noch so eine heiße Kartoffel irgendwie drin, so eine. Da ist sie. Genau da. Irgendwas ist da auch noch merkwürdig. Das ziehen wir auch mal weg. Verzeih, du hast es eilig? Eilig. Ist das okay, das ist auf den Kazoos. Die Kazoos klingen eh noch Grotte. Eigentlich brauchst du nur den. Nee, weißt du, was das kriegt? Das kriegt hier so ein Rotary-Club. Boah, ich habe keine Ahnung, was ich da eingestellt habe gerade. Ich kenne mich nicht aus mit dem Ding. Dann mache ich stattdessen, ich mag den gerne ein bisschen auseinander. Vielleicht lasse ich die sogar noch weg. Wenn dann dafür die Hammond, die übernimmt noch nicht so ganz. Die kriegt jetzt doch so ein, wenn die Kazoos schon keinen mehr haben. Den nochmal raus. Schwierig, irgendwie, er fehlt, der Prolog fehlt, wenn er aufhört. Die Hammond kriegt es nicht so ganz kompensiert und wenn ich die aber lauter mache, geht die über den Gesang. Gar nicht mal so sehr. Dann pegeln wir das mal da in die Mitte so. Die nochmal da irgendwo in der Ecke, da scheint noch Platz zu sein. Warum nicht einfach so? Weiß ich nicht. Bleib da erstmal. Heute nicht fertig. Dafür klang er zu scheiße, als wir losgelegt haben gerade. Und nachher ist Revierderby. Und jetzt muss ich unbedingt nochmal über das Schlagzeug. Erstmal haben wir hier unten noch irgendwas, was dröhnt. Das überlagert die Bass. Die Bassdrum kommt nicht so richtig. Das zweite ist, ich müsste mal meine Snare finden. Geben wir der Snare noch ein bisschen was Filigranes. Und wo wir gerade bei dem Ride-Becken waren, hier hinten geht das da. Nee, das ist Refrain. Da muss man ein bisschen leiser abmischen. Ach, guck mal. Das kann ja auch gar nicht funktionieren, wenn er hier die Transienten nicht richtig hochzieht. Die Transienten sind hier die allerersten Fitzel hier, verstehst du? Also die Konturen. Das klingt schon ganz anders. Irgendwas dröhnt da immer noch. Ich denke, das hängt auch mit ihm hier zusammen, weil er ist viel zu krass. Und er ist auch nicht auf der Bass gewesen. Das Problem ist, jetzt musste ich hier an den Becken, an dem ganzen Geschepper, so viel Nervwerte rausziehen, dass nicht viel übrig bleibt. Ich versuche da mal was wiederzufinden. So, dann kriegen die nochmal ein bisschen die ganz hohen Höhen da rein, so ein bisschen. Ich neige immer dazu, das zu radikal zu machen und dann habe ich hinterher eine MP3 exportiert und denke, was ist da denn kaputt? Was hat der Junge da gemacht?
das ist mir schon öfter aufgefallen da oben. Da habe ich irgendwo eine Ride ausgelassen. Genau da. So, wenn ich jetzt gut bin, habe ich direkt da drunter einen Take. Kann man das so machen? So ist doch gut. Achso, da kommen wir eh dran vorbei. Dieser Song ist frei verfügbar. Ist immer noch auf den Kazoo-Spielen. Dieser Song ist frei verfügbar. Das tut uns leid. Gut, ich werde ihm trotzdem noch mal ein bisschen Drive runternehmen. Nein, das tut mir echt leid. So, und jetzt erstmal nur für den Moment, weil mich das auch schon abnervt. Preisgekrönt, bleib kurz dran, sagt der Mann irgendwo da. Kurz, also erstmal gehört der dahin. Bleib kurz dran, ich hab mir mal überlegt. Ja, wenn ihr es keinem verratet, dann liegt das da jetzt erstmal ein bisschen geautotuned. Es ging mir echt auf den Keks. Ansonsten hat sich hier einiges getan und einiges verbessert. Auch gerade hier die Bretter aus der ersten Gemischtmüll-Folge, die machen da ganz gut was im Hintergrund. Das Kazoo klingt schöner. Der Synthi ist erstmal in Ordnung. Die Hammond auch. Die Drums haben sich wesentlich verbessert. Beim Bass weiß ich gar nicht so genau. Gesang muss ich ein bisschen beim Probehören draus schlau werden. Für heute reicht das. Wir werden demnächst wieder Checkpoint machen und uns alles anhören, was bis jetzt im Kasten ist. Und dann werden wir mal gucken, wie der sich dann anhört im Vergleich zu den anderen auch. Ich glaube, da lost er immer noch ein bisschen ab, aber nicht mehr halb so tragisch. Passiert auch jedes Mal mindestens einmal. Ich hatte mal einen Kuli. Damals. In der guten alten Zeit, als mir die Dinge noch zugeflogen. Wie ist er mit dem hier? Schreibt der? Ist nicht der Fall. Schenke ich dir. Eine kleine Sache möchte ich mal kurz ansprechen. Ich habe eine Idee. Ich bin mir aber nicht so mega sicher, ob ich gehe mal in... wir haben passives Abseits, den letzten Song. Und der endet auf Huch. Älter bis zum nächsten Versuch. Ich habe mir überlegt, dass dieses Huch gar nicht mehr in diesem Song ist, sondern ganz an den Anfang kommt. Hier haben wir den Kanal-Video-Song, mit dem geht's los. Na, 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 na. Guten Morgen. Dass der Kanal-Video-Song mit dem Huch anfängt, dann hat nämlich das Album hinterher so was von einer Endlosschleife, verstehst du? Dann geht das Ende am Anfang zu Ende. Kann man machen. Und was man dann auch noch machen kann, Sekunde. Stell dir Folgendes vor. Stell dir mal irgendwas vor. Okay, Alter, der Typ mit seiner scheiß Gitarre. Kannst du mal die Fresse halten? Guten Morgen. Hätte was, oder? Ich finde, es hätte was. Überlege ich mir noch. Soll ja auch am Ende nicht nur mir gefallen, tatsächlich. Auch wenn es öfter mal den Anschein hat. Ich hatte diese lustigen Beats aufgenommen für einen Song namens Papa hat gesagt. Da gibt es dann eine Refrain und da gibt es ein paar Keyboarde. Ich habe da mal rumprobiert. Eine, die so eine Melodie hoch und runter dudelt, so ein bisschen Synthi-mäßig. Das sind die Akkorde. Und was ich da drin haben wollte, war... Genau den da. Damit das Ganze aber ein bisschen Edge bekommt, steigen diese Töne, also erstmal sobald sie kommen, bleiben sie liegen und es beginnt mit allen. Das heißt, beziehungsweise hier dann, bin ich mal gespannt, wo uns das noch hinführt. Dann lass uns jetzt mal in den Kanal-Videosong gehen. Alter, der ist noch in der Alpha. Um Gottes, ja, so sieht's auch aus. Jetzt mache ich uns erstmal Erdbeeren da rein. Es gibt einen wundervollen Song. Er wird jetzt irgendwann die Tage 50 Jahre alt. Er schimpft sich Strawberry Fields Forever und ist von den Beatles und beginnt mit... Allerdings nicht auf der Gitarre, sondern im Wesentlichen mit so einem. Er schimpft sich gerade Whistle. Oh, ich habe einen Kuli gefunden. Wie das ist, wenn der Kanal-Videosong mit so einem anfängt. Brauche ein Metronom. Der Song hat gar kein Metronom, ich erinnere mich. Im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht er sich stets. Ja, der letzte kommt wieder weg. Dahinter ist natürlich mit den Gitarren jetzt ein bisschen schwierig. Die hörst du überhaupt nicht. Ah, weißt du, was wir eh machen müssen? Pass mal auf, weil ich nämlich dumm bin. Na, 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 na. Ja, der hat auch seine Best... Oh! Na, 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 na. Hat seinen Moment des Ruhms gehabt in Folge 2?
2. Gilt als überlebt hiermit. Ist jetzt weg. Was man machen könnte. Erstmal sind die Cleanies, glaube ich, noch nicht in ihrer Gruppe. Genau. Morgen und Verzeihung. Ich hab mal geguckt, dass ich gut aussehe. Im Rahmen seiner Meinung. Ich hab mal... Nee, die ganze Idee ist kacke. Kiten bemüht er sich stets. Ich hab mal... Das ist ekelhaft. Dann muss ich jetzt hier die ganzen Strat-Frequenzen irgendwie finden. Die Strategogarten. Ich könnte dir so viel erzählen. Und mach hier überall richtig schön Stille. Im Rahmen seiner Phänomene. So ein sahniger, so ein ganz, ganz hoher ist da auch noch irgendwo. Du könntest, oh wie schön, dass es dich quasi. Du könntest hier und da sogar. Komm vorbei und verzeih. Ich hab länger nicht mehr Staub gesaugt. Fang manchmal gegen das System auch manchmal und verzeih. Ich hab länger nicht mehr. So, und da hinten möchte ich auch Hammond haben. Ich möchte überall Staub gesaugt. Ja gut, lass uns das erstmal so lassen. Dann kann ich nämlich hier ein paar Haken machen. Jetzt steht genau eine Sache noch aus. Latte, Latte. Du willst nicht wissen. Folgendes ist hier Phase, Hase. Ich habe ein Projekt. Es schimpft sich Latte Macchiato. Und ich öffne ein weiteres Projekt. Latte Macchiato Playback 2015. Und hier verstecken sich sämtliche... Was ich gar nicht mehr wusste, das finde ich richtig geil gerade, ist, dass ich hier das Schlagzeug direkt verteilt habe auf verschiedene Spuren. Das ist cool. Ich nehme hier sämtliche Effekte mal raus. Da unten ist die Sirene aus dem Intro, geklaut von My Chemical Romance. But you just never know. Boah, was klingt die furchtbar, aber ist egal. Auch am Ende des Tages darf das ruhig noch ein bisschen Lo-Fi klingen, wie halt der Alleinunterhalter, der da irgendwie an der Poolbar steht mit seinem Ich habe Kindheitserinnerungen. Wir werden viel warten, fürchte ich, also ich jetzt gerade. Du wirst das meiste wieder verpassen, weil ich lieb zu dir bin. Latte Bassdrum haben wir. Snare Drum, ja, aber nicht da, sondern hier. Und wir feiern den Sieg. Hi-Hat closed. Kurz ums nochmal, das hier ist ein Playback, was ich mir für live gemacht habe. Und die bisherige Latte Macchiato-Aufnahme sieht der Gestalt aus, dass dieses ganze Playback einmal runtergemischt da drin liegt und sämtliche Gitarren und Gesoxe kommt da einfach so drauf. Das ist blöd, weil dann greift es natürlich nicht schön ineinander. Ich höre wieder Stimmen, das heißt, ich muss mal gerade gucken, ob sich hier was wahrscheinlich... Ja, ach, war klar, war ja abzusehen. Don't slow down, you're gonna... Crash ist fertig. Splash haben wir auch noch. Gut, ich bemerke gerade, die behalten ihr Stereobild. Also das ist dann jetzt hier so halb recht. Das ist aber nicht schlimm, weil da habe ich mir ja damals schon Gedanken gemacht und diesem Gedanken vertraue ich einfach auch heute noch. Wir haben einen Synthi-Bass. Aha. Von mir aus. Ich weiß, eigentlich müsste ich mir das als MIDI rüberschaufeln. Vielleicht mache ich das irgendwann auch nochmal für den Fall, dass es jetzt nicht funktioniert, weil jetzt ist mir einfach zu blöd. Synthi-Bubble. Ich weiß gar nicht, was das ist. Oh doch, ich glaube, ich weiß, was das ist und ich glaube, das muss wesentlich lauter, als es bis jetzt war. Das ist nämlich cool. Und noch eins. Ach krass. So, dann haben wir hier unten noch einen Riff. Das ist im Wesentlichen das Gitarrensolo, nur halt als Synthi dann. Das Gitarrensolo. Übrigens, was vielleicht für YouTube auch nicht uninteressant ist, damals, also vor knapp 10 Jahren im Musikbusiness, ne, also unter den Experten da, nannte man, wenn sowas in den Lyrics passiert, das was falsch betont ist, nannte man das tatsächlich Kartoffelsalat. Sirene. Latte-Sirene. Gut, ich habe alles exportiert. 35.000 neue Spuren. Wir haben ja noch nicht genug. Die kommen jetzt hier erstmal alle rüber. Ganz am Anfang hatte ich gesagt, in der Hoffnung, dass das... So, Regenbogen. Okay, Playback. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir mal sortieren. Bass, wo ist denn der... Ach, der ist da oben gerade. Teppich.
Teppich von mir aus so. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ach ja, das ist die Sirene. Wie macht denn... Pass mal auf, mir fehlt hier eine... Wo wir gerade beim Thema sind. Hier so ein Milchkaffee brauen. Warte. Claps und Hi-Hat und Hi-Hat Open. Das ist so ein Tennisturnier. Und Crash und Splash und... Erschieß mich! Okay. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert ist. Nein, bitte nicht. Ich hatte Master-Effekte noch drin. Dann exportiere ich die ganze Scheiße nochmal und... Cool, habe ich sie gleich alle noch in meiner Hand. Inzwischen. Warum nicht, weißt du? Oh, ich habe gar keinen Greenscreen hängen gerade. Huch, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das steht gar nicht mal auf der Todo. Aber da habe ich öfter schon mal dran gedacht. Was erzähle ich dir das eigentlich? Du hast es gerade gehört. Kommen und gehen und dich nicht verstehen. Und weißt du noch neulich? Ich glaube, irgendeiner von den Filtern greift da in der Hi-Hat nicht so richtig. Das klingt alles ein bisschen überfiltert. Ich fürchte, das werde ich nochmal von Null machen müssen, allerdings nicht mehr heute. Hier wollte ich eigentlich gar nicht drin sein. Warum bin ich denn... Hallo, willkommen zurück. Hier wollte ich gar nicht... Ich will hier gar nicht sein. Ja gut, also man hört sie weniger, als dass man sie fühlt, sag ich mal. Als dass man sie eher so subtil wahrnimmt. Das ist aber durchaus... Die sind alle nicht so wahnsinnig sauber gespielt. Da werde ich allerdings einmal noch konsequent durchschummeln gehen. Hier. Und da haben wir wieder Latte Macchiato und ich habe alles neu exportiert. Ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht, weil jetzt klingt es echt wieder. Bassdrum, laden, Latte, Bassdrum. Von der Picke auf neu würde ich befürchten. Oh, Hi-Hat offen hat ein Fragmental. Der versandet das immer. Also versendet nicht, sondern versandet. Pass auf, zeige ich dir. Ich weiß, es ist eine furchtbare Arbeit, aber sie wird sich lohnen, denn dieser Song ist eine Punkrock-Hymne, die über Generationen, da bin ich mir sicher, das ist die Geburtsstunde des Punkrock 3.0. Tag versüßt. Pass auf, nein, wir fangen jetzt hier mal rudimentär an. Also, die Bassdrum hat so Standard, so Pi mal Daumen. Und ein Oktaver, der das Ganze nach unten erweitert, wenn ich mich... Ich brauch nen Latte Macchiato. Doch ich will nur das eine. Also ganz vorrangig muss da er hier raus. Warte. Welcher ist denn? Ach, er ist das. Und dann vielleicht. Oh, die gefällt mir nicht. Die gefällt mir einfach. Latte. Ist mir ein. Gut, die klingt da gar nichts mehr jetzt. Latte, Maki. Aber die sollte ja auch eigentlich noch ein Double Delay kriegen. Mit 0 hier und 15 da. Ja, du, denn keine scheint die Milch. Schöner. Aber bestimmt nicht. Ach, scheiße, ich muss nochmal nachgucken gehen. Boah, bist du sicher? Ich weiß ja nicht. Diesen, auch wenn der nicht für so eine Sachen angelegt ist, aber egal, dann haben wir den da und dann kriegt sie natürlich auch noch hier schön aufdrehen, dass das auch knallt. Latte! Knie, Alter. So sieht sie mir aus. Genau. Die gute Nachricht ist, wir hören sie jetzt. Die schlechte Nachricht ist dieselbe. Groß, komm doch zu mir. Naja. Eine Latte Macchiato. Und einen kleinen Keks dazu. Latte Macchiato. So, und ein Roomwork. Drums Medium Snare. Wahrscheinlich gar nicht mal in den Einstellungen. Nee, bestimmt nicht in den Einstellungen. Latte. Auf
Freunde, das kann noch eine Weile dauern. Das kann noch eine ganze Weile. Sonnenbrand und Farbe. Warum habe ich den denn rausgezogen? Du, Latte, Latte. So, der Teppich bekommt ein Stereo. Ich weiß gerade ernsthaft nicht, ob wir hier Sachen nicht vielleicht verschlimmbessern. Das Gefühl, die ganzen Pads und so, das wird langsam, wenn die Drums noch nicht wären. Weil Drums klingen echt grotte gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was die loswerden müssen, sind unbedingt so ein paar Dinger in den Mitten. Natürlich auch auf die Gefahr, dass sie nachher sehr platt klingen. Und die ist auch noch nicht da, wo sie hin soll. Warte mal. Ich wollte eine Latte, die Welle mit hoch, die Sehnsucht groß. Dieser Fragmentel hier, der ist echt gut, weil der macht nämlich von sich aus die ganzen Spitzen schon platt. Deswegen kann ich hier die Hi-Hat schön hoch, ohne dass da was wehtut. Ach, kacke, die ganzen Shouts, die sind ja auch noch nicht... Latte, Latte! Oh Gott! Latte, Latte! Latte, Latte! Latte, Latte! Da sind die T's, glaube ich. Latte, Latte! Ja. Latte, Latte! Schön. Du willst nicht wissen, wie... Gut, die klingen jetzt besser, die meinte ich aber gar nicht. Ich meinte die beiden hier. Direkt auf Gitarren-Solo. Keine schäumt die Milch. So wo ist denn das... Denn keine schäumt die Milch. Irgendwo da ist es. So schön auf wie du. Ach Mann, ey, der pfeift doch. So schön auf da wie du. Da ist es nämlich. Latte, der Latte, ist es Maki. Hey! Ja. Keine schäumt die Milch. Hey! Okay, da kommt nicht mehr raus. Da ist doch einer drin, den höre ich bis hier. Ich würde sagen, wir sind ein großes Stück weitergekommen heute und wir werden auch heute nicht das letzte Mal an Latte Macchiato gesessen haben, weil dafür hat das Scheißteil zu viel Potenzial. Für heute würde ich sagen, haben wir genug erledigt. Die Todo-Liste hat ein paar Häkchen, wurde auch Zeit. Alles, was sich geändert hat, werden wir in Bälde wieder uns am Stück anhören in der nächsten Checkpoint-Folge, wo wir einfach Probe hören werden von Anfang bis Ende. Kannst du dich drauf freuen, hat sich einiges getan. Habe ich irgendetwas vergessen? Nina habe ich verschoben. Für heute danke ich dir fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und gib dem Bäumchen doch ein Däumchen, dann weiß es nämlich, dass es den ganzen Krempel nicht in luftleeren Raum hinein macht, auch diese Woche wieder. Hey. Habe ich den Teppich jetzt exportiert? Nein, habe ich nicht. Mann, Junge, was kannst du eigentlich?